uns jetzt Mittagessen und es gibt ganz klassisch für Südostasien Reisnudeln. Wir kochen das Ganze in unserem tollen Reiskocher, den haben wir uns hier angeschafft. Das hier ist jetzt eine 1 Kilo Packung, aber wir machen heute nur 500 Gramm Reisnudeln. Und als allererstes müssen die erstmal so 5 bis 10 Minuten in Wasser eingeweicht werden. Wir sind jetzt Thai-Curry essen. Ich habe ein leckeres grünes Curry. Da sind drin Blumenkohl, Auberginen, lecker Thai-Basilikum, grüne Bohnen. Dazu gibt es natürlich Reis. Und José hat ein gelbes Curry mit Tomaten, Zwiebeln und Kartoffeln. Guten! Wir sind jetzt für unser Dessert ins Coco Mango, eine Eisdiele hier in Koh Chang gegangen, in White Sand Beach, um genauer zu sein. Und hier gibt es veganes Eis, hier gibt es kein Eis mit Kuhmilch. Und ich esse ein Mango-Sundae. Das hier ist Sticky Rice, das hier ist Mango-Eis mit Mangostückchen und Mangosoße. Und das ist ein Becher mit 4 Kugeln, und zwar einmal Kakao, Kaffee, Kürbis und Kokosnuss. Schmeckt gut. So sieht unser Frühstück heute Morgen aus, und zwar einfach nur aus Mangos und noch ein bisschen Limette, weil die sind schon sehr reif und ich mag die eigentlich, wenn die sauer sind. Und wenn sie so reif sind, sind sie ein bisschen süßer und deswegen kommt noch ein bisschen Limette drüber. Wir kochen jetzt in unserem Reiskocher Reis fürs Abendessen und nutzen die Gelegenheit und machen diese Black Sesame Buns mit Pumpkin-Füllung. Wir haben uns noch im Supermarkt versichern lassen, dass sie vegan sind. Hier ist auch das Zeichen dafür, und die haben eben eine Kürbisfüllung und bestehen aus Reis, Mehl und schwarzem Sesam. Unsere Reisküchlein waren jetzt so ungefähr 10 Minuten am Dämpfen und wir machen jetzt den Taste-Test. Ich habe hier schon mal eins aufgemacht und so sieht die Füllung aus, und die sind total warm noch und richtig weich. Und mal gucken, wie sie schmecken. Bisschen süß. Der Kürbis ist ja ein bisschen süß, es ist wie ein Dessert. Schmeckt gut. Jetzt gibt es zum Abendessen Reissalat. Dafür haben wir natürlich Reis gekocht. Und dann haben wir noch Pak Choi reingemacht, einfach roh, so als Salat. Dann noch eine Handvoll Koriander. Was ist noch drin? Grüne Erbsen, Zwiebeln, Tomaten und als Dressing einfach ein bisschen Salz und Limette. Guten Morgen, wir machen heute mal eine Müsli-Pause und essen eine leckere und wirklich perfekt rote Wassermelone zum Frühstück. Wir machen gerade eine kleine Arbeitspause und snacken ein bisschen Thai-Fruit. Einmal hier Rambutan und das hier sind Thai-Litchis. Und dazu gibt es jetzt noch ein bisschen Ananas. Bei uns gibt es jetzt Resteverwertung. Das sind die restlichen Zutaten von unserem Rezeptvideo, das wir gestern gedreht haben. Und es gibt jetzt eine Gemüsepfanne mit Pak Choi, Karotten, Thai-Auberginen. Da drin sind auch noch ein paar Pilze, Zwiebeln und lecker Koriander und Frühlingszwiebeln. Das Ganze wird in ein bisschen Wasser und Sojasauce angebraten. Wir machen jetzt keinen Reis dazu, weil wir heute Abend Pizza essen gehen. Wir sind jetzt im Pizza King hier in Chai Chet auf Koh Chang und haben eine Pizza mit gemischtem Gemüse bestellt, ohne Käse natürlich. Und die ist einfach mal richtig lecker, total würzig die Soße, und der Boden ist richtig knusprig. Das hat uns so überrascht. Voll gut, gell? Ja, ich freue mich so sehr. So knusprig. Lecker. And how you eat it? Just you open it and cook it. Okay, and then you eat. Und wir haben wieder diese Kokoskuschlein gefunden, die sind so lecker. Wir waren gestern bei unserem Obsthändler und haben hier diese lustige Frucht mitgenommen. Wir haben das jetzt mal gegoogelt, auf Deutsch lautet die Übersetzung Zimtapfel. Wir haben leider den thailändischen Namen vergessen und wir haben noch nicht probiert. Wir schälen diesen Zimtapfel jetzt mal und José macht den Taste-Test für euch. Sieht ein bisschen schleimig aus, oder? Ja. Okay, ich probiere es mal. Mm. Ich weiß, was ist das? Wir haben das auch in Venezuela, aber ein bisschen anders. Aber ich weiß ganz genau. Das Frucht in Venezuela heißt Guanabana. Lecker. Die Schale dieser Frucht besteht aus so einzelnen Schuppen oder Teilen und innen drin sind das so Fruchtkammern, also das Weiße ist hier das Fruchtfleisch und in jeder dieser Kammer steckt so ein schwarzer Kern, der so aussieht wie eine schwarze Bohne und schmeckt süß und der Nachgeschmack ist so ein bisschen wie Blume oder Seife oder sowas. Schmeckt gut, aber mir sind es zu viele Kerne. Wir sind wieder im The Radiance Restaurant, im The Spa Kuchang und José isst einen veganen Tofu-Burger. Das hier ist die Salsa dazu. Dazu gibt es noch 2 Kokosnüsse und Homemade Fries. Und jetzt ist mein Essen noch gekommen und zwar 4 kleine Raw Spicy Burritos, also roh vegan Burritos. Das hier ist so eine Kale-Sorte und da drin ist verschiedenes Gemüse, also Tomate, Paprika und noch mit Salsa-Soße. Wir sind jetzt in Klong Prao an der Straße an so einer Garküche und es gibt weißen Reis mit gemischtem Gemüse, für José auch. Und was heißt, ich bin vegetarisch? Und jetzt ist aus Versehen noch ein Partei gekommen. Wir haben eigentlich Papayasalat bestellt, aber irgendwie hat sie uns falsch verstanden. Aber es ist zumindest vegan, ohne Ei und ohne Fischsauce und so weiter. Und das essen wir natürlich jetzt trotzdem. Und hier ist der Papayasalat, den wir eigentlich bestellt haben. Und der ist riesig und riecht auch schon total lecker. Yum, yum, yum. Wir sind jetzt im Aire Beach Café und essen hier diese leckere Banana Coco Bliss Bowl, also mit Schokolade, Bananen, hier sind noch Erdnüsse drin und Erdnussbutter. Und wir haben von der Besitzerin gerade so 2 Chocolate Balls geschenkt bekommen. Die sind aus Datteln, Schokolade, Nüssen und das lassen wir uns jetzt zum Frühstück schmecken. Lecker! Guten! Und schmeckt zum Himmel. Wir haben gerade von 2 Mitarbeiterinnen hier aus unserem Resort diese wunderschöne halbe Jackfruit geschenkt bekommen. Und jetzt mal geschält und die sieht von innen so witzig aus, also mit so verrückten Fasern und das hier sind die Fruchtkammern und die sind so lecker, die schmecken wie natürliche Gummibärchen, gesunde Gummibärchen und das essen wir jetzt zum Mittagessen. Bei uns gibt es jetzt ein spätes Mittagessen und zwar Reissalat mit Sprossen, Gurken, Erbsen und einem Limettendressing und dazu gedämpftes Gemüse. Und zwar Kürbis und Karotte. Wir haben die erste Durian unseres Lebens gekauft. Ganz klein, weniger als 1 Kilo, weil wir Angst haben, dass sie uns vielleicht nicht schmeckt. Und ja, José schlachtet die jetzt mal. Sieht wirklich aus wie Pudding. Dann guten Appetit. Gut, Benne. Schmeckt es nach Kotze? Ey, ist lecker. Die Konsistenz ist irgendwie weicher als Pudding. So schleimig, Pudding. Mhm. Interessant. Also von außen hat die so eine stachelige Schale. Also es ist wirklich stachelig. Das tut wirklich weh, wie so ein Kaktus. Und von innen sind das so Fruchtkammern. Und die haben innen drin so ein, so eine Pudding-Konsistenz. Mein erstes Stück hat ein bisschen nach dem Weißen von Eiern geschmeckt. Mein zweites Stück ein bisschen nach Traube. Und deins? Mir gefällt es ein bisschen, ja, so wie gemischt mit Milch oder so irgendwie. Also José schmeckt's. Er wird wahrscheinlich süchtig. Schmeckt mir sehr, sehr gut. Leider war es zu klein. Und mir hat es auch geschmeckt, aber ich glaube, ich werde nicht süchtig. Bei uns gibt es jetzt Frühstück und zwar eine Papaya und dann noch Mangos und später vielleicht noch eine Ananas. Mal gucken. Heute ist unser letzter Tag auf Koh Chang und wir gönnen uns noch zweimal Pad Thai und den Klassiker veganen Papayasalat. Das hier ist unser letztes Abendessen hier auf Koh Chang und zwar sind das Sonnenblumensprossen mit Cherrytomaten, ein bisschen Limette und als Soße essen wir heute ein roh veganes Mango-Chutney mit ein bisschen schwarzem Sesam.